Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 17 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute möchte ich einen Rückblick halten auf die ersten 16 Folgen, die bisher gelaufen sind, und schauen, was wir in den nächsten Folgen, die bis Juli 2023, also in diesem Jahr, reichen, machen wollen. Wir haben uns angeschaut, einen Zeitraum in den ersten 16 Folgen einer Zeit, die man die Antike nennt, schon die historische Zeit, weil wir es mit Texten zu tun haben, also mit schriftlich niedergelegter Lauten. Und der Schwerpunkt lag im ersten Jahrtausend vor der Zeitenwende und reichte dann aber auch bis in die Spätantike hinein. Der Raum, dem wir die Texte entnommen haben, reichte von Mesopotamien, von den Sumerern, über den Vorderen Orient bis nach Griechenland und schließlich Italien und sogar Nordafrika, also rund um das Mittelmeer herum. Wir haben den Mitteleuropa und den nördlichen Raum bis jetzt ausgespart. Das soll sich eben in den nächsten Folgen auch ändern. Und wir haben uns angeschaut, was wir da an polytheistischen Vorstellungen finden in der Literatur. Literarische Zeugnisse, die davon berichten, dass es viele Götter gibt und dass man die Welt sich vorstellen muss als etwas, was in einem ständigen Wandel, in einem ständigen Prozess begriffen ist. Das Stichwort war eben auch Gestaltwandel, was wesentlich ist für diese polytheistischen Religionen. Die Götter, es gibt viele Götter, sind Aspekte des menschlichen Lebens, wie Aggressivität, wie Sexualität, wie Eifersucht, wie Leben, Tod, Geburt. All das, was uns Menschen elementar betrifft, wird verkörpert in Göttern. Diese Gottheiten haben keine Moral in unserem Sinne. Es gibt keinen Gut-Böse-Dualismus, wie wir es dann ab der Zeitenwende finden werden. Schon in dem ersten vorchristlichen Jahrhundert gibt es eine Moralisierungstendenz. Aber die polytheistischen Gottheiten der archaischen Zeit sind nicht moralisch eindeutig. Sie sind wie die Menschen ambivalent und uns deshalb auch in ihrer Erscheinungsform sehr nahe. Und wir haben das auch gesehen in etwas, was ich sehr beeindruckend finde in diesen archaischen Texten, nämlich im Hier und Jetzt der heiligen Zeit. Die Götter leben unter uns und sind präsentisch. Frauen haben da ein großes Gewicht. Es gibt eben sehr viele weibliche Gottheiten. Und das Ganze ist angesiedelt in einer Natur, die geprägt ist von der neolithischen Revolution von Ackerbau und Viehzucht. Und wir haben gesehen, wie diese polytheistischen Vorstellungen dann auch eindringen in die monotheistischen Religionen, zum Beispiel mit der Sintflutgeschichte aus dem Gilgamesch-Epos, auch mit Vorstellungen wie Schlange, Paradies, eine Schlange in einem Baum mit Äpfeln. All das findet ihren Niederschlag im Alten Testament, das dann eben auch entscheidend wird für das Judentum, Christentum und auch für den Koran. Verändert hat sich die Welt in der klassischen Zeit, in dem, was man philosophisch die Achsenzeit genannt hat, 6. bis 5. vorchristliches Jahrhundert, durch die Erfindung von etwas, was ganz entscheidend unsere Welt dann geprägt hat, nämlich der Logos. Erfahrung der Welt durch Vernunft. Und man hat das eben bezeichnet, die große Wende vom Mythos zum
Logos. Das war eine Wende, die auch den Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit beinhaltet hat. Die ersten Texte, die wir uns angeschaut haben, waren heilige Texte. Dazu gehört eben auch ein Homer, die Ilias, die eben auch zu heiligen Zeiten vorgetragen wurde in Gänze in Athen. Dazu gehören Gebete wie Gebete an Inanna oder Aphrodite. Dazu gehören die Hymnen. Wir haben eine Hymne, einen Paian auf Apoll vorgestellt von Pindar. Dazu gehören die ganzen Chorlieder dieser archaischen Zeit, die eben die Verbindung bringen von Text, Musik und Bewegung und Tanz und damit eine sehr präsentische Erfahrung des Göttlichen in die Menschenwelt hineintragen. Das ist auch eine Erfahrung, die kollektive Natur ist, die alle erfasst, die an diesem Ereignis teilnehmen. Und wir haben dann gesehen, wie in dem Übergang vom Mythos zum Logos Texte auch profan werden, bis hin zu Unterhaltungsliteratur, wie sie fiktional werden. Angefangen hat das schon mit einer Bewegung, die das eine Neuerfindung gebracht hat um das Mittelmeer herum in Athen, das Theater. Eine Erfindung, die man zusammendenken muss mit etwas, was man die attische Demokratie genannt hat. Das haben wir uns schon ausführlich angeschaut. Und wir haben dann gesehen, dass in den Dramen, die in diesen Theatern aufgeführt wurden, wir feststellen, dass nun ein großer Konflikt dargestellt wird, nämlich der zwischen Menschen, die anfangen, logisch zu denken, und dem Anti-Logos, dem Nicht-Vernünftigen, der Welt der Götter auch und der Welt auch dessen, was man dann den Glauben nennt. Und es beginnt so eine Dichotomie, eine Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen, Wissenschaften, eine Unterscheidung, die erst dann eigentlich im Mittelalter aufgehoben wird, wenn in den Glauben an den einen Gott die Philosophie eingebaut wird und wir eine Erfindung haben, die man Theologie nennt, also eben die vernünftige wissenschaftliche Erforschung von Gott, wie man sich Gott anzunähern hat und vorzustellen hat. In der Antike bildet sich aber zunächst eben dieser Gegensatz heraus, was das Göttliche angeht, das ist nicht nachvollziehbar, ist nicht mit dem Verstand nachvollziehbar. Und es entsteht so ein Gegensatz zwischen dem, was die Menschen sich als Gesetze geben und was die Gesetze der Götter sind. Sehr schön sieht man das in dem Stück Antigone, die Gesetze Kreons. Und die Gesetze der Götter, die von Antigone verteidigt werden. Und andererseits, jetzt positiv gesehen, die Gesetze der Menschen, die in dem Stück die Eumeniden, die Wohlgesinnten, die in die Welt gesetzt werden von einer Göttin Athena, der Göttin der Vernunft, die nun die das Mutterrecht vertretenden Erinnyen, in den Untergrund treibt. Dieser Konflikt geht ganz stark weiter, dann eben bei Euripides in den Bacchen haben wir das gesehen, wo der Gott Dionysos als der Fremde erscheint, mit dem Gewalt und Trieb und die Unvernunft gedanklich verknüpft werden und dagegen die menschliche Vernunft, die diesem Gott nicht mehr Herr wird, ihm ausgeliefert ist und unterworfen ist. Das große Motiv dieser Zeit, das erkenne dich selbst, erkenne, dass du ein Mensch bist und dass es die Götter gibt, das war ja auch das große Thema des Dramas Ödipus. Die Welt der Götter und die Welt der Menschen driften immer weiter auseinander.
Man erkennt, dass es eine menschlich bedingte, eingeschränkte Vernunft gibt und einen göttlichen Willen, der nicht mehr logisch nachvollziehbar ist. Hybris, das wird nun zu einem Schlagwort, die Hybris des Menschen gegenüber dem göttlichen Willen und damit verbunden auch so etwas wie Schuld. Wobei Schuld eben nicht in unserem moralischen Sinne verstanden wird, sondern als ein Vergehen gegen die göttlichen Satzungen und noch nicht als ethische, verinnerlichte Schuld. Man sieht das ganz klar bei Ödipus. Ödipus will nach den Gesetzen der Götter leben. Er handelt ohne Absicht, vergeht er sich. Eigentlich ist er nicht schuldig, weil er eben so etwas wie Schuld der Tötung des Vaters, Inzest, umgehen will. Aber das spielt keine Rolle, denn es gilt das Akkusationsprinzip. Es kommt auf die Wirkungen an und nicht auf die Intention, also nicht die persönliche, das persönliche Schuld. Erlebnis. Wir haben auch gesehen, dass mit diesem Übergang vom Mythos zum Logos die Welt der Männer und die Welt der Frauen immer weiter auseinandertrifft, driftet. Bei Euripides die rasenden Mänaden, auch Medea, wenn Sie an so eine Gestalt denken, und dagegen doch die logosgetriebenen Vernunftgläubigkeit der Männer. Die Texte werden zunehmend fiktional. Man sieht eine Fiktionalisierung der Texte. Sie werden Unterhaltungsliteratur. Sie werden Literatur, so wie wir das verstehen. Und das hängt eben eng zusammen mit dem Übergang vom Mythos zum Logos, denn dieses neue logische Denken unterscheidet ganz wesentlich das wahre Sein vom Schein, von der Illusion, wie wir das eben bei den großen drei griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles dann ausformuliert finden. Und das bedeutet, dass die Künste definiert sind durch Illusion. Es entsteht die sogenannte Mimesis-Theorie der Künste im Abendland. Die Literatur ahmt die wahre Welt nach, aber sie ist eine Fiktion. Sie ist eine Illusion und im schlimmsten Fall ist sie dadurch eine Scheinwelt, eine trügerische Welt, eine Lüge. In Verbindung damit muss man die Erfindung des Autors sehen, denn jetzt werden die Texte, die von den Göttern handeln, von einzelnen aus der Anonymität heraustretenden Menschen geschrieben. Es sind Erfindungen von Menschen. Das haben wir uns angeschaut, eben bei der Aeneis von Vergil auch, die nun Mythen zusammenfasst und in eine Zweckgebundenheit hineinbringt. Und zum anderen in der Unterhaltungsliteratur eines Apuleius, der Amor und Psyche nun sehr amüsant als eine Liebesgeschichte zwischen einem Mann und einer Frau und einer Initiation in die Erwachsenenwelt schildert. Aus den großen Göttern der Natur werden Menschen mit menschlichen Wünschen, menschlichen Triebkräften, mit Eifersucht und Eitelkeiten, die sehr, sehr menschlicher Natur sind und nichts mehr von der Aspekthaftigkeit haben, die die archaische Welt kennzeichnet. Fiktionalisierung, Autorenschaft. Das sieht man auch deutlich, dass jetzt die Texte eine Logik bekommen, eine innere Logik, auch eben ein Thema, an dem sie sich durchhangeln. Sie sind nicht mehr assoziativ geschrieben. Die archaische Literatur, gerade bei Homer sieht man das noch in der Ilias, es ist alles gleichzeitig. Es beginnt irgendwann und dann wird rückgegriffen und vorgegriffen
Und Vergangenheit und Zukunft, alles ist eigentlich gleichzeitig. Und je stärker sich das logische Denken durchsetzt, desto chronologischer werden die Handlungen. Es gibt einen Anfang und ein Ende und ein Ziel und einen Zweck. Und das werden wir eben auch feststellen, wenn wir uns dann den mittelalterlichen Epen und zuwenden. Das ist ein Kriterium für die Durchsetzung des logischen Denkens. Und dann haben wir uns angeschaut, wie zum Schluss eben auch Frauen negativ konnotiert werden in der Sündenfallgeschichte der Genesis, wo eigentlich etwas vollkommen Normales wie die Initiation eines Mädchens in ihr erwachsenes Leben auf einmal eine negative Färbung bekommt. In der Spätantike setzt sich mit der christlichen Welt dann auch ein hoher moralischer Ethos durch, ein Dualismus von Gut und Böse. Und die polytheistische Welt wird als die heidnische Welt charakterisiert, die ausgemerzt werden muss, die missioniert werden muss. In den folgenden Sitzungen wollen wir uns nun einer anderen Region dieser Welt zuwenden zunächst, nämlich dem Norden Europas und damit dem Mittelalter. Wir wollen uns germanische und keltische Mythenkreise anschauen und werden feststellen, dass wir Tradierungen dieser archaischen Mythen nur aus sehr später Zeit haben, eigentlich hochmittelalterlich und damit aus der Perspektive von Christen, durch christliche Augen. Sehr oft sind es auch Mönche, die eben geschrieben haben und damit auch diese sogenannte heidnische Welt beschrieben haben. Das wird die nächsten 5, 6 Zeichensetzungen uns beschäftigen. Und dann wollen wir ins 18. und 19. Jahrhundert springen, mit dem Schwerpunkt wieder Deutschland. Romantik, Klassik, Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist und schließlich in den letzten Sitzungen dieser Season in die Moderne, ins 20. und 21. Jahrhundert, beginnend mit Nietzsche bis hin zur Gegenwartsliteratur des 21. Jahrhunderts. Und dann wollen wir wieder sozusagen Europa auch ein wenig verlassen und uns umschauen, was global in der Welt geschrieben wurde an Literatur in der Moderne zu den zu polytheistischen Themen. Und das sind doch sehr, sehr spannende Erfahrungen für mich gewesen, was man da alles in der Gegenwart an Literatur findet. Und das möchte ich Ihnen dann am Ende dieser Season dann auch vorstellen.